Ja, dann stelle ich mich jetzt mal vor. Mein Name ist Waldemar, ich komme aus Braunschweig, Niedersachsen. Ich rede parteilos zu euch, aber mit einer bestimmten Meinung. Erst möchte ich erstmal alle Gäste begrüßen, alle weißen Felder. Und natürlich möchte ich auch die schwarzen Felder begrüßen, sonst wird mir noch Rassismus vorgeworfen und ich werde sanktioniert und komme ins Gefängnis. Also auch die begrüßen wir doch herzlich mit einem Applaus. Ich habe ein Thema mir ausgesucht, was ein bisschen abweichend ist von den aktuellen, aber dennoch interessiert uns oder geht es uns allen was an. Das EU-Parlament feuert seit dem 18. Januar, dass Kritik an Genderpolitik mit politischen Vorgaben wie Terrorismus und Menschenhandel gleichzustellen sind. Ein Beispiel mal. Wer sich mal ein bisschen für Sport interessiert, Fußball. Der Deutsche Fußballbund erteilt den Vereinen hohe Geldstrafen, wenn Fans oder sogenannte Ultragruppen Banner im Stadion zeigen, wo zu lesen ist: Es gibt nur zwei Geschlechter. Wenn es aber nach den 121 Abgeordneten geht, die im EU-Parlament herumlungern und sich ihre Anwesenheit teuer vom EU-Bürger auch noch fürstlich belohnen lassen, soll es unter Hassrede nach EU-Vorgaben eingestuft werden. Wie Schwerstkriminelle sollen sie verfolgt werden? Dafür brauchen sie einen Beschluss zur Aufnahme von Hassrede und Hasskriminalität im Sinne von ihrem Artikel 83 Absatz 1 für EU-Delikte. Wenn die Desinteressierten im EU-Parlament eine abweichende Meinung zu zwei Geschlechtern haben, dann mag das selbstbestimmt sein. Ich kann Ihnen aber nur raten, besucht mal eine Biologie-Unterrichtsstunde in der Grundschule zu besuchen und sich das Thema mit den Samen und Eierstöcken genauestens aufzuschreiben, um anschließend ein einmonatiges Plenum in Brüssel einzuberufen, damit auch der Letzte kapiert, es gibt auf diesem Planeten, der Erde genannt wird, nur Männlein und Weiblein. Hetze und Hasskriminalität haben derzeit keine umfassende rechtliche Definition. Sie sind damit juristisch untaugliche, dehnbare Begriffe. Ich definiere aber grenzüberschreitende Waffen und Menschenhandel, Geldwäschringe, Terrornetzwerke als schwerstkriminelle Delikte, wofür wir Menschen geschützt werden müssen. Und nicht öffentliche Diskussionen über Genderpolitik, die mit Mitteln des Strafrechts unterbunden werden sollen. Denn das ist ein weiterer Armutszeugnis der EU und es zeigt das Ausmaß der Abgehobenheit der Brüsseler demokratiefernen Kaffeeklatschtruppe. Dieser Parlamentarier müssen entmachtet und ausgetauscht werden. Oder gegebenenfalls hat Deutschland sich ernsthaft Gedanken zu machen, ob ein Dexit nicht eine alternativlose Alternative wäre. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Raus aus der NATO, raus aus der WHO, raus aus der EU und schmeißt NGOs raus aus Deutschland. Und ihre Helfer gleich mit aus dem Bundestag. Denn letztendlich sind wir die Amtsverwalter unserer Heimat. Das Recht sind, oder vom Grundgesetz her sind wir nämlich geschützt. Denn ihr wisst es alle ganz selber, alle Macht geht vom deutschen Volk aus. Ich möchte nochmal auf die Medien kommen. Im Vergleich zum öffentlichen rechtlichen Rundfunk leiden die Nachrichtenmedien
wirtschaftlich besonders unter der massiven Benachteiligung, denn Plattformen zahlen keine Honorare für Nutzergarantieinhalte. Dazu kommt, dass auch noch vom Gesetzgeber privilegiert sind, weil sie keine Verbreiterhaftung für ihre Inhalte übernehmen müssen. Da kennen wir noch diese Nancy Faeser. Durch diese Netzwerkeffekte können die Plattformen die redaktionellen Medien systematisch Stück für Stück austrocknen lassen, weil sie diese schlicht ihre Finanzierungsgrundlage verlieren. Die rasant wachsenden Medienmonopole zerstören ganze Mediensysteme und damit die Grundlage unserer Demokratie. Wir erkennen demokratische politische Defizite. Wir fordern einen fairen Wettbewerb und Chancengleichheit für unsere Kanäle, die wir verfolgen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Wohnherrschaften in Berlin uns nur einmal im Jahr brauchen, und das ist ein gewisses Kreuz zu machen. Auch die Medien, die brauchen uns. Und natürlich auch Printmedien und die digitalen Medien, die brauchen uns. Sie brauchen uns als Volk. Aber ich sage euch, wir als Volk sind souverän genug, um zu entscheiden, welche Politiker wir wählen oder welche Parteien, welche Nachrichten wir konsumieren und welche Printzeitungen wir lesen. Denn das sind wir als souverän, und da brauchen wir die da oben nicht mehr für. Und dafür brauchen sie natürlich auch internationale Tragweite, die sie dann mit ihren Medien zensieren können. Und dazu benötigen sie ihre Unterstützer, die sogenannten Desinformationsexperten, wie Korrektiv. Denen möchte ich jetzt mal eine Lektion verpassen. Eure sowieso unpopuläre Meinungen werden sich nicht durchsetzen, denn solange es Bürger und Bürgerinnen in unserem Vaterland gibt und eure Gekritzel hinterfragen, kann es nur eine Meinung geben. Ihr verbreitet Fehl- oder Desinformation. Deswegen bekommt ihr die Note 6. Ihr seid durchgefallen. Aber zensiert doch weiter. Es ist kontraproduktiv und seht Misstrauen. Denn letztendlich habt ihr nicht das Monopol auf die Wahrheit. Man kann Fehler machen. Dann erkennt sie auch an und habt mal Arsch in der Hose und entschuldigt euch in der Öffentlichkeit. Aber auch das könnt ihr nicht. Und deswegen nochmal eine 6. Wie hat euch gefallen? Die deutsche Wirtschaft wird von der jetzigen Regierung zu Grabe getragen. Und den Todesstoß haben diejenigen zu verantworten, die unser Land verachten und die Fahne wegwerfen und nichts mit Deutschland anfangen können. Aber wir hier, wir können was mit Deutschland anfangen, denn ich sehe hier ganz mutige Leute, die für die Demokratie Gesicht zeigen. Und auf ein herzliches Dank, dass ihr heute euch hierher bewegt habt. Die steigenden Energiekosten durch den Wegfall durch günstige und zuverlässige Gas aus Russland werden in sämtlichen Sektoren Unternehmen in die Pleite getrieben. Und um diese zu umgehen, lockt das Ausland. Ansonsten ist für den Mittelstand der Weg in die Insolvenz kaum aufzuhalten. Die Berliner Zeitung zitiert den Außenwirtschaftschef Volker Dreyer: Alles, was aktuell für die Wirtschaftsstruktur Deutschlands getan wird, ist nicht ausreichend für den Wohlstand über die nächsten 10 Jahre. Das ist eine sehr, sehr dunkle Prognose. Und wir stehen dafür, dass das keine 10 Jahre werden, denn wir wollen für unsere Kleinen, für uns eine bessere Gegenwart und natürlich eine Zukunft erstreiten. Und hier kann uns mal ganz klar gesagt werden, der Mittelstand, natürlich auch die Landwirtschaft, sollen und bleiben
der das Rückgrat unseres Landes bleiben, damit wir das Berlin nochmal oben kapieren. Wir gehen nicht von der Straße runter, bis diese Scheiße da oben Berlin weg ist. Die Ampel- oder Hampel-Regierung scheint kein Konzept zu haben, wie man aus dieser Krise herauskommt. Wenn selbst Wirtschafts- und Finanzminister und Geldscheinfresser Lindner eingesteht, dass Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig sei. Diese politische Lähmung muss gestoppt werden. Als Protestler verstehe ich meine Aufgabe aufzuklären, zu informieren. Denn wir müssen der Virus sein, der unsere Bürgerinnen und Bürger mit den realen Zuständen in unserem Land infiziert. Deshalb rate ich zu einer Mediendiät von Printmedien und schaltet die Verblödungs-TV-Sender ab. Dann klappt Ihre Meinungslenkung nicht. Die Demonstrationen werden auch hier in Weißenfels weitergehen, sowie in ganz Deutschland. Und unsere europäischen Nachbarn werden die Straßen befüllen und ihnen die Namen geben, Straße des Rechts gegen das Unrecht. Ich mache jetzt mal was eigentlich so immer mehr im Internen passiert. Ich möchte mal hier ganz offiziell mich bei der Grit bedanken, dass sie mir hier das Mikrofon zur Verfügung stellt. Hätte ich auch so persönlich sagen können. Aber ich möchte, dass ihr das alle mitbekommt, dass ich mich bei Grit, die diese Veranstaltung hier macht, einen ganz, ganz tollen, ich hätte schon beinahe gesagt, Job macht. Nein, das macht sie ja ehrenamtlich. Aus dem Herzen macht sie das. Es macht sich für uns, sie gibt uns die Plattform, zu euch zu reden, beziehungsweise, dass wir untereinander reden können. Und wenn ich hier diese Traktoren sehe, das macht mich unheimlich stolz, denn die ernähren uns, denn keiner darf vergessen, die Bauern sorgen für das Essen. Ich bin auch so weit durch. Ich hoffe, es kommt noch ein Redner. Ansonsten werden wir uns bald um die Hufe schwingen und ihnen mal zeigen da draußen, dass es noch Leute gibt, die über klaren Verstand sind und hier Gesicht zeigen gegen diesen Unrechtsstaat. Dankeschön, Weißenfels, fürs Zuhören. Danke.